An diesem Sonntag fängt ganz offiziell der Frühling an. Das heißt, der Samstag ist der letzte kalendarische Wintertag und der bringt tatsächlich noch mal ein paar Flocken in einigen Teilen Deutschlands, nicht allzu viel. Aber dieses kleine Tief ist dafür verantwortlich, dass es doch mal ein bisschen durchwachsener noch wird am Rande dieses sehr mächtigen Hochdruckgebiets über Südnorwegen und Dänemark. Da haben wir einen Kerndruck von 1050 Hektopascal. Und es ist gut möglich, dass wir in Schleswig-Holstein den höchsten Luftdruck seit gut 10 Jahren haben am Sonnabendvormittag. Wir sehen, dass wir hier eine ziemlich zügige Ostströmung haben. Dieser Ostwind mit Stärke 4 bis 5 im Mittel, der kann durchaus mal in Böen in Richtung stark bis stürmisch gehen. Also ziemlich ungemütlich das Ganze. Und mit diesem Wind kommen hier einige Schneeschauer von Sachsen und Thüringen und weiter Richtung Westen voran. Da kann es also vor allem in höheren Lagen zumindest punktuell mal eine weiße Überraschung geben. Der Samstagvormittag beginnt dann auch schon im Osten Deutschlands eher stark bewölkt oder trübe. Und wir haben dann so leichte Niederschläge, Regen und auf den Höhen auch Schnee, die so in Sachsen und Thüringen unterwegs sind und die sich weiter ausbreiten. Dann im Laufe des Nachmittags in dem Bereich der zentralen Mittelgebirge, auch am Alpenrand, wird es ein bisschen wolkiger. Und das Ganze eben bei recht kräftigem Wind. Aber es gibt auch viele sonnige Regionen, noch vor allem hier ganz im Westen. Da gibt es da bis zu 11 Stunden Sonne. Da wird es ein richtig schöner Sonnabend, während es weiter im Osten doch insgesamt ein bisschen bewölkter ist. Zu den Temperaturen, die liegen am Samstagmorgen zwischen -3 und +5 Grad, steigen am Nachmittag am Rhein immerhin bis 15 Grad. In der östlichen Landeshälfte bleibt es deutlich frischer mit 6 bis 9 Grad, fühlt sich auch durch den Wind noch kälter an. Und kalt ist dann auch die Nacht auf den Sonntag. Dabei kann es dann tatsächlich auch noch ein bisschen Schnee bzw. Regen geben. Vor allem hier im Hunsrück und in der Eifel ist eine weiße Überraschung durchaus möglich. Am Sonntag dann noch von der Eifel bis zum Schwarzwald dichte Wolken und etwas Regen. Sonst ein sehr freundlicher Frühlingsanfang bei bis zu 16 Grad.